Wähle einen Job. Aber spielen wir kein Basketballspiel? Ich bin Obama im weiblich. Wäre ja cool, wenn er jetzt hier noch kurz aufgucken würde. Ich würde mal gerne so ein Gespenst sehen. Geh rein. Nee. Ja, geh du rein. Nee. Ja, wir sind live und wir sehen euch alle. Da geht er wieder voll ab. Hallo. Hallöchen. Pall. Hab ich den also, jetzt? Nein, verdammt. Nein, für mich hat sich absolut nichts geändert. Aber wenn du auf Twitch... Oh ja. Gib's her. Nein, das ist meiner. Was? Wer hat ihn denn? Ich hab nur einen Ball. Wahrscheinlich beide. Ah ne, ich hab doch beide Bälle, ich hab grad einen Bug geschafft. Woo. Ja, wirf mal mit deinen Bällen. Wir haben ja gemerkt, dass es mit den Bällen. Woo. Nein, mehr hat jemand mit meinem geklaut. Ich hab nichts mehr. Nein! Ball. Ja! Ich bin der Meinung, es sollte 4 Bälle geben, wenn man zu viert spielen kann. Hey, wer hat meinen Ball vom 63. Shot geschlagen? Ey! Yes. Das ist gemein! Oh. Ein Scheiß! Nein, raus! Leute, ich stell mal für uns eine Geisterjagd ein, ne? So. Oh, fuck. Ja, wähle einen Job. Aber spielen wir kein Basketballspiel? Der Basketball-Simulator. Ja, oder? Also. Willkommen beim Basketball-Simulator 2020. Rage, genau, Rage. Ich mach euch mal vor, wie Mädchen werfen. Der ist hier unter den Koffer. Und verfehlen trotzdem. Oh mein Gott, schon das gilt! Guck! Kerzen von unten durch. Stative. Ja, aber es gilt nur für Mädchen, weil Videokamera, Kruzifix, Salz, Fotoapparat, Thermometer, Infrarot. Stimmt, ich habe unseren Infrarot-Lichtsensor dabei. Den du dir kaufen kannst, weil ihr beide Level 6 seid und ich Level 5 bin, weil ihr mich immer ja! zurückkriegt. Du bist der, wenn du immer quatscht, wenn der Geist da ist. Ich habe ja keinen Plan, was. Ja, aber du bist halt irgendwie sehr attraktiv für ein paar Geister, ne? Also, ich weiß nicht, was für eine Relation ihr da habt, ne? Aber ich will eure Beziehung da auch nicht in die Frage stellen, aber, ne? Mein Verhältnis mit den Geistern ist etwas ganz Spezielles. Und wir werden es heute wieder sehen. Ich bin mir sicher, dass sobald ich auch nur einen Fuß in das Haus setze, du tot bist. Das Haus... Nein, Daniel, du musst einfach diesmal, wenn der Geist da ist, nicht stehen bleiben. Wo ist denn der Geist? Ich sehe gar keinen. Du musst einfach leise sein. Das habe ich einmal ganz am Anfang gemacht. Am besten fand ich eh immer noch die Treppe im Farmhaus. Die Treppe. Die Treppe. Sind wir eigentlich ready? Haben wir alles schon... Ja, ihr müsst mal beide bereit machen. Ich habe alles... Also ich bin ready. Ja, yeah, let's go! Dann geht's jetzt gleich los. Ab geht's in den Bus. Das ist das erste Mal, das kann wahrscheinlich bei mir etwas dauern. Ja, schauen wir mal. Hoffentlich nicht. Ansonsten mache ich Party einfach im Bus bis jetzt. Okay. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Ganz allein im Bus. Wisst ihr, die schlafen lange. Das kann ein bisschen dauern. Die müssen jetzt waschen, die kommen mit dem Auto an, dann legen sie sich erstmal schlafen. Und dann verschlafen sie halt immer ein bisschen. Weißt du schon, nicht mit meinem Kurzschlaf, das geht schnell, aber die brauchen ihre 4-5 Stunden Schlaf. Oder 6-7-8. Kommt drauf an. Und dann dauert es halt, bis sie wach werden. Weißt du, dann müssen sie sich fertig machen und herrichten und Sachen sammeln. Und das kann immer so ein bisschen dauern. Ne? Und wie lange die Herren noch brauchen, bis ich hier zum Einsatzort komme, weil dann kriege ich auch erst meine Infos. Wow. Ah, guck mal, die erste Person ist aus ihrem Schlaf erwacht. Hallo! Hallo! Yeah! Du, ich habe einen ganz steifen Nacken, du! Rücken, warte mal, Rücken! ich habe den Knöchel angehaut. Hier, Basebasis. 1, 2, 3, Test. Oh, Daniel. Okay, lesen wir mal durch. Das Typische. Okay, lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Hindern Sie den Geist mit einem Kruz... Oh, nicht schon wieder Kruzifix. Finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit dem EMF wieder. Durchgeführte sieht aus, als ob der Name Robert Anderson wäre. Robert?
Ah, und er antwortet mal wieder nur auf Personen, die alleine sind. Ja, großartig. Kamera. Warte mal, ich mache jetzt erstmal meinen typischen Move, ne? Ja, du nimmst Nein, erstmal müssen die Kameras hier aktiv aufgestellt werden. Also ich habe Buch und Fotoapparat. Was ist was? Das ist, glaube ich, der Videosensor. Das schaut aus wie eine Kodierbox aus dem Ersten Weltkrieg. Hey, nee, das schaut aus wie eine. Das schaut wie die Jagdfotoapparate, auf die du im Wald aufstellen kannst, die dann Fotos machen. Nee, ich hätte auch gesagt, so Erster-Weltkrieg-mäßig. Nee, überhaupt. Also so was haben wir von Enigma. Aber habe ich irgendwas vergessen? Nimm mal Schlüssel. Nimm du Schlüssel. Warte, nicht später mit, das Teil. Hat jemand Thermometer? Ich habe Thermometer. Ich habe Thermometer. Hat jemand... Weil ich habe Buch dabei und Foto. Kann okay, also, mitnehmen? Leute. Ihr müsst die Taschenlampe anmachen, wenn sie aktiv... Ja, hört ihr mir mal zu? Taschenlampe anmachen, dann könnt ihr das woanders auf was anderes scrollen, dann drückt der T, dann ist er immer noch aktiv. Tatsache. Mega geil. Cool. Leucht Raphael an. Was gelernt. Nice. Ich bin schlau. Nehmen Sie die Hände auf den Rücken. Nee. Ich habe ein Thermometer. Gehen Sie zurück. Sie haben Corona. Oh, ich weiß, wonach das schreit. Wir haben 15. Okay, wir haben 15 Fotos. Wir haben drei Kameras. Weißt du, was das Traurige ist? Ich sehe mich ja selber nicht mal. Okay. Du bist eine kleine schwarze Frau. Du bist Whoopi Goldberg, ein bisschen hässlicher. Ich bin Obama in weiblich. Arme Whoopi Goldberg. Du bist Obama in weiblich. Nee, dafür bist du zu klein. Du hast ein paar mehr Haare. Let's go. Ich kam mir bekannt vor. Genau diese Hütte habe ich beim letzten Stream gespielt und dann ist da drüben in dem Wohnzimmer dieses scheiß Fernseher angegangen. Und das Geile ist, ich hatte sogar Minustemperaturen hier vorne auf dem Balkon. Ah, Klassiker. So, also irgendwer macht jetzt bitte mal direkt den. Wie heißt der Garten? Der Geist noch gleich? Gute Frage, habe ich vergessen. Ich hab's euch vorhin gesagt. Warum habt ihr denn nicht zugehört? Wir mal ein bisschen im Erdgeschoss an und dann schauen wir mal. Also, ich hätte gesagt, wir machen die Geschichte. Ich meine, das ist heute Abend, den wir zusammen spielen. Oh shit, warum machst du ein Foto? Ich wollte keins machen. Hier liegt ein Schlüssel. Ups. Oh. Lass ihn liegen. Ich hab mitgenommen. Das mit den Türen, das funktioniert bei mir nicht. Ich hab eine Taschenlampe jetzt. Leute, ich hab 8 Grad gehabt. 8 Grad hinterm Wohnzimmer. 8 Grad hinterm Wohnzimmer, Leute. 9 Grad. Ich schau weiter. Okay. 7 Grad. 5 also, Grad. Er ist hier hinten im Kinderzimmer. Oh, Laptop, ich hab ihn gefunden. Was interessiert uns der Autoschlüssel? Gib mir ein Teilchen! Der reagiert nur alleine, Leute, ne? Ich leg mal Buch hin. Ich meine, schau, wie wir angezogen sind. Wir sind keine professionellen Geisterjäger. Wir sind eigentlich Diebe. Wir suchen nur die Autoschlüssel und sind da wieder weg. Oh. Nur so kurz. Warum sind wir da nicht gleich drauf gekommen? Hey, da ist noch eine Tür. Und die sind 2 Grad, Leute. Oh, ich hab hier EMF-Signal. Gib mal. Und zwar nicht allzu gering. Hier hatte ich. 2 Grad. Leg mal hier. 0,5, wartet mal kurz, vielleicht haben wir Minustemperaturen. Ich bin bei 0,4 Grad gewesen. Ja, 0,4. Und sein Teilchen. Er reagiert nur auf einen. Wer war das? Ich weiß nicht. Das war niemand von uns. Das war die Sicherung, glaube ich. Ich gehe mal kurz in den Keller. Minusgrade, Leute. Leute, wir hatten Minusgrade. Hattet ihr auch Herzschlag? Nein, hatte ich nicht, aber Sicherung ist noch drinnen, das war nicht die Tür. Ja, der hat ja, uns... Leute, ich habe bis hier vor Minustemperaturen, ne? Oh Gott! Starker Geist, dann lass mal die... Wer hat das scheiß Handy gerade aktiviert? Wer hat das scheiß Handy aktiviert? Ich weiß nicht. Irgendwie hat es gerade gebellt neben mir. Wisst ihr was, ich hole mal meinen Infrarotsensor, ich will den jetzt ausprobieren. Hab ich schon gemacht. Ich nehme mal an, die ersten 5 Minuten. Holy shit! Also ich werde jetzt mal die Voicebox ausprobieren.
Der war gerade auf Stufe 7. Ich nehme die erste Kamera mit für Orbsuche. Da ist schon wieder das ganze Licht im Ausgang. Was ist da passiert? Ich glaube, das war könnte ich gewesen sein. Daniel! Ich muss noch gleich sagen, damit die Voicebox funktioniert. Du musst Fragen stellen, mit denen er auf Ja oder Nein antworten kann, glaube ich. Ja, gib, sprich mit mir oder wie alt bist du oder sowas halt. Oder bist du erwachsen? Ja, oder bist du da? Warte, nicht hintergehen, stopp! Der reagiert nur auf alleine! Voicebox positiv? Oh! Er hat mit mir gesprochen. Ich komme mit der Kamera hinter. Ich hab's gehört. Sollten wir nicht vielleicht mal die Sicherung reinmachen? Ich glaube, ich habe auch einen Fingerabdruck gesehen auf der Hand, aber das könnte auch nicht irgendwas anderes gewesen sein. Ich komme mit UV. Auf der Hand, auf der Tür. Komm mit UV, warte. Hä? Mal schnell in den Keller. Sind die für oh ja. Eigentlich? Hier, wir haben Fingerabdruck. Hab ich gewusst. Okay, geil. Dann gehen wir mal raus. Und. Gut, dann haben wir schon alles. Dann haben wir alles. Ich will noch wissen, was dieser Scheißsensor macht. Das ging zu schnell. Das ging echt schnell. Also beschwer dich halt. Hey, du hast überlebt, siehst du? Außer du bist jetzt drin länger ja. Und stirbst. Weißt du, ich überlebe einmal. Die Sicherung ist nicht im Keller, die muss in der Garage. Ja, die ist immer in der Garage hier. Das wissen wir aber, Junge. Ah ne, die ist doch im Keller. Wir sollten vielleicht die Karte davor immer abchecken, bevor wir reingehen. Ja, ich komm jetzt mal zum Wagen zurück. Hochorganisiert. Wir haben angeblich es ist ein Gespenst. Ach, her, Daniel, her. Hier. Da siehst du es, Keller. Ah, Tatsache. Also wir haben Gefriertemperaturen, Geisterbox und Fingerabdrücke, oder? Genau. Geist, ein Gespenst. Muss ich übersehen haben. Cool, ich glaube, Gespenst haben wir noch nie, vor allem da steht das Alter. Geister, oder? Keine Ahnung. Ist einer der gefährlichsten Geister, die sie finden werden. Eieiei. Wäre ja cool, wenn er jetzt hier noch kurz aufgucken würde. Ich würde mal gerne so ein Gespenst sehen. Geh rein. Nee! Ich sag dir, wenn er da ist. Ja, geh du rein. Nee! Hallo, Kinder und Frauen müssen extra geschützt werden. Kinder und Frauen immer als erstes. So hieß es doch. Wir sind ja auch nicht auf der Titanic, Mann. Es ist... Ich kann das können wir einrichten. Das können wir einrichten. Wir fahren einfach den Chucker ins Wasser. Ich glaube, es schaut... Wenn man sich hier mal die Umgebung anschaut, da ist relativ friedlich. Und vor allem, was ist denn das für ein Haus? Das steht hier einfach mittendrin. Wieso mittendrin? Das steht an der Ecke. Naja, wenn du hier... Das ist eine Straßenecke einfach. Ja sicher, da geht's doch weiter auf der Seite. Ja, aber schau mal, da geht's drei Häuser noch weiter in die Richtung und dann ja, vielleicht läuft außen... Weißt du, wie die Grove Street? Das geht halt auf einer Seite nur rein. Ja. Nee, die haben... Also sowas gibt es. Und das ist halt einfacher zu programmieren. Du musst auch überlegen, es war ja einer. Bedeutet, das war einfacher für ihn zu machen und es schaut ja trotzdem schick aus. Warum beschweren wir uns da drüber? Oh, hier ist... Die haben gute Arbeit, Programmierer. Oh, Post! An dieser Stelle mal zu sagen. Was steht drin? Was steht drin? Ich bin Secret Service, ich darf das. Vote for Biden. Zieht nicht an dem roten Hebel. Der rote Hebel löst die Bombe aus. Ja, piep. Oh, wir müssen mal Keep Talking and Nobody Explodes müssen wir mal spielen. Das wäre funny. Oh. Oh Gott, da weiß ich jetzt schon, wer verliert. Oh. Was? Ich wollte euch draußen lassen. Das geht glaube ich gar nicht. Und ihr seid... Du Assi! Ja, immerhin war es ein Gespenst. Ja. Wir haben mal wieder den Knochen... Ich hab keinen Knochen gefunden. Wir müssen gleich öfter aufpassen. Knochen bringt nicht richtig viel Kohle. Level noch. Aber ich habe immer Knochen gefunden. Also die waren immer in der Küche. Hey, ich bin Level 7. Audiosensor und Parabolmikrofon. Was fehlt uns denn jetzt eigentlich noch, um mal eine größere Map zu machen? Wir irgendwo, haben die wo man Schule. Sich verliert und dann nicht... Wir haben die Schule bereit. Oh Gott. Nein! Warte, Da müssen wir Sanity-Pillen kaufen, oder? Können wir die schon kaufen?
changes.